Grün Innovativ Praxisnah. Das ist die Hochschule von Stefan Tristow. Sie zählt viele Studiengänge und Fakultäten. In unserem Film wird über das erste Semester des internationalen Masterstudienganges Agrarmanagement erzählt. Ein Praxissemester ist die Chance für einen Studenten, erst einmal, dass er wirklich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mitarbeiten kann, sehen kann, welche Arbeiten fallen an, wie werden die Entscheidungen getroffen, das selber mitverfolgen kann, sozusagen theoretisch mitverfolgen, aber praktisch mitarbeiten kann. Und bei uns in unserem praktischen Studiensemester speziell nochmal, dass er zusätzliche theoretische Inhalte bekommt. Das Praxissemester ist ein integraler Bestandteil des Studiums im internationalen Masterstudiengang Agrarmanagement. Ohne Praxissemester können Sie hier nicht studieren. Und nur einfach das als Praktikum zu betrachten, oder wie auch viele andere Studenten nehmen das nur als Arbeiten in Deutschland, das ist überhaupt nicht der Fall. Vielleicht machen einige Organisationen so, aber an der Hochschule Weinstephan-Tristow bei uns, Praktikum ist ein Teil des Studiums. Das Praktikum ist für uns eine Möglichkeit, den Studenten praktische Kenntnisse zu vermitteln. Dass die Studenten eine Möglichkeit haben, Sachen, die sie schon von zu Hause, also Theorie, mitbringen, dass sie das in der Praxis erproben und ihre Kenntnisse auch erweitern. Die Frage ist, warum legen wir so viel Wert auf ein Praxissemester? Praxissemester bedeutet für uns, dass wir hier Theorie und Praxis direkt miteinander verbinden. Im Moment haben wir schwerpunktmäßig Regionen der Zentralasien, Südkaukasus, aber auch viele andere ehemalige sozialistische Staaten, wo wir jedes Jahr im Februar März hinfahren, um die Auswahl zu machen. Im Sommer brauchen wir immer ein bisschen Hilfe und deshalb haben wir Praktikanten, haben bisher schon 28 Praktikanten gehabt. Oh, Praktikanten haben wir schon länger als ich Betriebsleiter bin, circa 12 Jahre. 1992 der erste, bis jetzt jedes Jahr. Meistens aus Kasachstan, zweimal waren es aus der Ukraine. Sibirien, Usbekistan, Tadschikistan, Aserbaidschan, Ukraine, Rumänien, Kirgisistan, Georgien. Wir hatten Praktikantinnen aus der Ukraine, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kirgisien und Russland. Ich habe mit Schweinen noch nie zuvor gearbeitet. Es ist für mich interessant, wie das Ganze abläuft, mit welcher Technik der Betrieb ausgestattet ist und wie alles funktioniert. Das ist eine neue Erfahrung in meinem Leben. Ich denke, es wird interessant. Ich bin nach Deutschland gekommen, um ein Praktikum zu machen, Erfahrungen zu sammeln und zu lernen, wie alles funktioniert. Ich hoffe, dass ich dazu Möglichkeit haben werde. Interessante Kommunikationen und Sammlung neuer Erkenntnisse. Das ist die Wissensbasis für mich. Ich bin theoretisch gut ausgebildet, aber die Praxis fehlt noch. Das ist eine solche Fülle von Erfahrungen. Mit Tieren, mit Pflanzen, mit den ganzen Menschen, in einer komplett anderen Welt, in einem anderen Produktionssystem. Sie nehmen so viele Erfahrungen, so viele neue Kenntnisse mit zu sich nach Hause, die Ihnen auch im Heimatland wesentlich weiterhelfen werden und vor allem auch im Studium weiterhelfen werden. Wenn wir die Frage behandeln, wie wählen wir Studenten aus, die zu uns ins Praktikum dürfen, dann muss man ganz klar sagen, wir möchten Studenten, die hoch motiviert sind. Das Zweite, was wir wollen, ist, dass wir wirklich gute Leute finden, die interessiert sind an der Landwirtschaft, die hell im Kopf sind, die eine Zukunftsperspektive für sich sehen, wenn sie sich anstrengen. Also leistungsbereite Studenten, die bereit sind, mit uns keinen leichten, aber einen hoffentlich erfolgreichen Weg zu gehen. Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich ausgewählt werde. Die Auswahl war für mich eine Überraschung.
Wenn wir Auswahl machen, prüfen wir in erster Linie machen wir einen Deutschtest. Das ist ein standardisierter Test mit 80 Fragen zum Ankreuzen. Es gibt eine freie Textaufgabe, wo ein eigenständiger Text erstellt werden soll. Man muss die Grammatik richtig schreiben, die Regeln dafür wissen, um richtig Deutsch zu schreiben. Es werden Agrarkenntnisse vorausgesetzt. Und wenn die Deutschkenntnisse schwach sind, kann man vielleicht Praktikum machen, aber man kann die Zeit des Praktikums nicht nutzen, um wirklich Fachkenntnisse aufzubauen. Und durch den Deutschtest gibt es schon eine Vorselektion, dass man nicht mal mit allen sprechen kann, weil manche einfach ein zu niedriges Deutschniveau haben. Also man sollte das Niveau B1 haben, um hier ein Praktikum machen zu können. Man muss den Lehrveranstaltungen mündlich und schriftlich folgen können und man muss den Anweisungen der Betriebsleiter Folge leisten können. Und man muss sich natürlich im Alltagsleben auch zurechtfinden können, was besonders auch Telefonieren und so weiter heißt. Ohne sehr gute Deutschkenntnisse können Sie nicht mit Ihrem Betriebsleiter diskutieren. Also man sollte sich mit den Fachbegriffen auf Deutsch ein bisschen auseinandergesetzt haben, aus dem Bereich, den man studiert, dass man erzählen kann, womit beschäftigt man sich in seinem eigenen Studium. Wenn man schon dabei ist, eine Abschlussarbeit zu schreiben oder die geschrieben hat, dass man da was davon erzählen kann, dass man einfach in der Lage ist, sich auf Deutsch fachlich mitzuteilen, um zu zeigen, ich in dem Geschäft, was ich mache, in dem Studienbereich, in dem ich mache, kenne ich mich aus. Und zwar nicht nur in der Heimatsprache, sondern schon auch auf Deutsch. Und zum Dritten, ich denke, neben Motivation, neben diesen sehr guten Deutschkenntnissen, sollte man natürlich auch ein guter Student sein mit guten Noten. Sie müssen schon jemand Gutes sein, damit er ein anderes Produktionssystem, weil das ist ein komplett anderes Produktionssystem als zum Beispiel in Russland, Ukraine, Usbekistan, Armenien, kennenlernen können und verstehen können. Für mich sehr wichtig ist das Interview danach. Interview heißt, ich möchte natürlich jetzt nicht nur hören und verstehen, wie spricht jemand auch Deutsch, sondern ich möchte auch verstehen, welchen Bezug hat der sich bewirbt zur Landwirtschaft, zum Agrarmanagement, was er ja studieren möchte, welche Erfahrungen hat er schon, welche Interessen bringt er mit, kann er mit Begriffen aus der Landwirtschaft umgehen, kann er auch mit Zahlen umgehen, was ein Ökonom, ein Manager können sollte. Das ist für mich mindestens so wichtig wie die Sprachkompetenz. Also in dem Gespräch geht es darum, dass wir sehen, auch die Menschen sehen. Die Typen, ja, ist jemand aktiv, wie spricht er, kann er nur schriftlich sich in Deutsch ausdrücken oder kann er auch Sätze bilden, kann er reden, das ist das eine. Und zum anderen auch die Person, was hat er für Ideen, welche Vorstellungen hat er, wo sieht er seine Kenntnisse, was möchte er in Zukunft machen, was ist für ihn Perspektive, das Praktikum zu machen und wie soll es weitergehen? Welche Gewohnheiten, welche Hobbys habe ich? Einfache Fragen werden bei den Interviews gestellt, um Personen besser kennenzulernen. Es wird auch gefragt, welche Ziele haben Sie, um eine Vorstellung zu bekommen, was man erreichen möchte. У меня вот спросили, я выбрала, я хотела пойти к пчелам на практику. Ich wollte ein Praktikum bei Bienen machen und ich wurde gefragt, welche Krankheiten haben Sie und wie diese behandelt werden. Wenn jemand schon ein Praktikum im Ausland gemacht hat, es wäre gut, die Zeugnisse und Urkunden mitzubringen. Man sieht nicht alles gleich, nein, mit Sicherheit nicht. Die Zeit ist zu kurz in dem Gespräch, ja. Aber es ist wichtig, dass die Leute agieren oder dass man sieht, ob jemand agiert, ob jemand erzählt, ob er Motivation hat. Viele Sachen klar sind nach Gefühl. Aber wichtig ist, dass auch die Leute reden können, ja, dass sie auch etwas erzählen können in dem Gespräch. Man schätzt diese Typen schon irgendwo ein von Menschen, die man sieht. Sind das so, passen die in die Gruppe, die man sich vorstellt, die man später haben wird? Passen die dazu? Sind sie lebendig? Sind sie interessiert? Können sie etwas erzählen? Und es ist nicht der erste Eindruck, der da entscheidet, sondern es entscheidet eigentlich doch viel stärker das Gespräch, wo man sieht, welche Ideen haben die Leute? Was wollen sie aus sich machen? Mit den Ergebnissen aus den verschiedenen Ländern fahren meine Kollegen und ich nach Hause
Wir vergleichen das Niveau, wir vergleichen die Ergebnisse. Es gibt zwei verschiedene Niveaus. Wir sprechen natürlich auch mit unseren Koordinatoren vor Ort, weil die Personen noch besser kennen, wenn wir eine Einschätzung haben. Aber die endgültige Auswahl findet eigentlich statt, wenn wir hier zurück sind und im Team praktisch die verschiedenen Standorte nebeneinander legen können und sagen können, wo sind die Kandidaten, also wir diskutieren über die Kandidaten, die an der Grenze sind. Die guten Kandidaten sind überhaupt kein Thema. Es geht dann eher darum, wenn man an einem Standort jemand hat, der an dritter, vierter, fünfter Stelle steht und man sagt, naja, könnte passen, vielleicht auch nicht. Und dann hat man einen anderen Standort und der sagt, ich könnte eigentlich einen mehr haben, der wirklich gut ist, dann muss man hier entscheiden. Und dann kann es halt sein, dass eigentlich nur vielleicht fünf vorgesehen waren, aber dann doch sechs oder sieben kommen oder woanders drei vorgesehen waren, aber die Verfügbarkeit nicht da war. Und so gibt sich, also so beeinflussen sich die Auswahlkriterien von dem einen auch beim anderen. Die Studenten kommen dann nach, wenn wir im Februar, Anfang März die Auswahl machen, dann beginnt die Anreise in der Regel im April. Das wird in der Regel so gemacht, dass in den Ländern, wo es sehr lange dauert, bis ein Visum und so weiter organisiert werden kann, dass die möglichst schnell auch schon benachrichtigt werden, dass die möglichst früh ausgewählt werden. Wenn die Praktikanten eingeladen sind nach Triesdorf, dann müssen sie natürlich schauen, dass sie zum genannten Termin rechtzeitig anreisen können. Das bedeutet rechtzeitiges Visa organisieren und auch Flug- oder Anreisemöglichkeiten zu organisieren und dann uns informieren über die Ankunftszeiten, weil wir die Vorbereitung machen müssen. Die Studenten reisen am Wochenende an. Wir müssen extern Essen und Unterbringung organisieren und deswegen brauchen wir möglichst früh die Daten über die Ankunftszeiten und so weiter. Das sind so die Fragen, wenn wir auswählen. Wenn die anreisen, müssen sie natürlich ihre persönlichen Sachen mitbringen und wichtig ist auch, dass sie Wörterbücher mitbringen, um eine eigene deutsche Entwicklung so voranzutreiben. Und die Studenten brauchen Kleidung, ich sage jetzt mal weniger schöne Kleidung oder gebrauchte Kleidung, um mit dieser Kleidung auch in den Stall gehen zu können. Also wenn die Praktikanten für die Vorbereitung nach Deutschland zu kommen, ist es sehr wichtig, dass die Praktikanten auch einen Führerschein mitbringen. Führerschein sowohl für Pkw und wenn möglich auch für Traktor. In Deutschland wird viel Technik eingesetzt und es wird auch streng kontrolliert, wer hat welchen Führerschein. Und für Frauen ist wichtig, man muss auch Hosen mitbringen. Man kann nicht im Rücken in den Stall gehen und Stallarbeit machen, das geht nicht. Wir möchten Studenten, die hoch motiviert sind, die bereit sind mitzuarbeiten. Das bedeutet nicht daneben zu stehen, zuzuschauen, wie der Chef arbeitet, sondern mitarbeiten, auch dreckig werden, am Abend müde zu sein, zu schlafen, vielleicht auch mal zu fluchen, sich aber genauso gut auch zu freuen, weil man draußen in der Natur arbeitet, weil man spürt, was Landwirtschaft ist. Die erste степень была понятно уборка урожая, а вот. Das erste Mal war es bei der Ernte. Ich war ein bisschen gespannt, weil ich um 5 Uhr aufwachen müsste. Am Anfang steht man um 7 Uhr auf und mit der Zeit dann immer früher. Bei der Getreideernte, wenn man einen eigenen Mähdrescher hat, muss diese immer noch vorbereitet bzw. repariert werden. Ja, sie sind hauptsächlich in der Traubenproduktion, im Weinberg mit dabei, aber auch bei der Weinabfüllung und helfen auch mal in der Gaststätte. Nach dem Melken wird normalerweise gefrühstückt.
dann fängt die allgemeine Arbeit an, entweder etwas mit Getreidelagerung oder irgendwas aufräumen oder auch Schrott vorbereiten. Ich habe 2 freie Stunden pro Tag. Wenn ich mich nicht ausschlafen kann, dann fühle ich mich am nächsten Tag müde. Von 20 bis 22 Uhr lerne ich meistens, ansonsten gibt es nicht mehr viel Zeit. Verschiedene Aufgaben. Es kann nicht sein, dass du jeden Tag dieselbe Arbeit machst. Vor allem bei der Stallarbeit, das unsere tägliche Arbeit ist, mithelfen in der Früh und Abend. Dort auch mit der Zeit einzelne Aufgaben dann selbst übernehmen. Da fangen wir Schritt für Schritt an, das mal ausmisten, was sie dann eigenständig machen dürfen und dann auch Ferkel füttern. Und später dann auch mal abends alleine die Sauen auch zu füttern mit. Und dann eben die ganzen Arbeiten, die im Schweinebereich anfallen, bei den kleinen Ferkeln bis hin zu den Mastschweinen. Ich fahre immer zusammen mit meinem Chef und er zeigt und erklärt mir alles. Welche Wachstumsphasen bei dem Getreide gibt, welche Erträge man erreichen kann. Er erklärt die Technik und wie diese funktioniert. Wie man die Felder spritzt, womit gedüngt wird und wann dies alles gemacht wird. Das zu wissen ist sehr wichtig. Fangen und Impfungen machen, über Ferkel sortieren, Ferkel umstallen und bis hin zum Mastschweine wiegen vom Verkauf. Und im Ackerbau natürlich mit dem Schlepper fahren. Und vor allem in der Bodenbearbeitung, dann in der Ernte bzw. im Frühjahr vom Eisäen. Das Wichtigste ist, dass alles erklärt wird, wie alles funktioniert und welche Prozesse stattfinden. Die Praktikanten machen eigentlich die gleichen oder fast die gleichen Aufgaben wie der Chef. Von Fütterung über Melken, über fast alle Aufgaben, wo anfallen. Am Anfang war es schwer, in den Stall zu den Ferkeln hinzugehen. Ich wollte eigentlich nicht. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und verstanden, dass es nichts Schweres gibt. Am wichtigsten ist es, wenn du etwas machst, dass du auch verstehst, warum das gemacht wird. Am Anfang sind einige Aufgaben für dich schwer. Aber schwer bedeutet nicht, dass es interessant ist. Umgekehrt. Wenn du mit der Zeit kannst, gewöhnst dich daran und die Arbeit macht dir Spaß, wenn etwas bei dir klappt und du etwas Neues gelernt hast. Das heißt, du siehst selber deine Entwicklung. Ja, wir haben Trauben gebaut und auch Wein hergestellt und vermarktet. Das ist einfach bei uns ist wichtig, dass sowohl Pflanzen- als auch Tierproduktion starke Kenntnisse vorliegen, auch im Hinblick auf das Studium. Später mit Ökonomie und Produktionsökonomie, Unternehmensplanung, dass die Leute wissen, wie die Probleme im Betrieb aussehen. Sehr wichtig ist auch, dass die Praktikanten die freien Tage haben. An diesen Tagen kann man irgendwo hinfahren und die Sehenswürdigkeiten in der Gegend anschauen. Zum Beispiel waren wir schon in München und haben dort sehr viele Eindrücke mitgenommen. Das Wochenende-Ticket der Bahn ist nie so teuer und wer will, der kann an diesen Tagen mit dem Zug fahren und die Sehenswürdigkeiten in Deutschland anschauen. Das ist sehr interessant. Aber am wichtigsten jetzt, das Deutsch zu verbessern. Immer wenn es eine freie Minute gibt, auch bei der Arbeit, dann nimmt man einen Zettel mit Wörtern und lernt. Auch am Wochenende ist es wichtig, Grammatik zu üben und Texte zu schreiben, aber auch mit anderen Kollegen ein bisschen zu reisen. Wir sind alle in der Nähe voneinander. Ich bin 2 Kilometer, wir sind 10 Kilometer weg. Und er ist zwischen uns. Он между нами. Mit den anderen Kollegen haben wir auch Kontakt über Skype und Telefon. Alle haben eine Liste mit Adressen und Telefonnummer der anderen Studenten. Wir erfahren immer, wo, was und wann passiert. Wir sind in der ersten Gruppe, treffen uns, aber auch mit anderen Praktikanten aus anderen Städten und auch ab und zu in den Zügen. Wenn wir irgendwo hinfahren, kann es solche Überraschungen geben. Ich werde wahrscheinlich während meines Urlaubs von 10 Tagen auf dem Betrieb bleiben
und mich vor dem letzten Termin auf die Prüfung vorbereiten. Davor habe ich freien Wochenende gehabt und bin nach Nürnberg gefahren. Nach Rottenburg und München möchten ich und einige Kollegen noch fahren. Wahrscheinlich am nächsten Wochenende. Ja, also seit einigen Jahren schicke ich auch die Praktikanten jede Woche einmal eine Stunde zur Deutschlehrerin, um die Grammatik zu verbessern. Ja, es hat auch ganz gut geklappt, bis auf einen, der hat es nicht geschafft, hier zu studieren. Dieses Jahr muss ich auch dahinter bleiben, dass der die Grammatik so weit fertig bringt, dass er da die Prüfung schafft und dass er da studieren darf. Er brennt darauf, hier zu studieren, weil er gesehen hat, was die anderen machen. Jetzt war ich schon hier und bin schon nach Chinik fast, ja. Und das ist gut. Heute ist Johannitag in Triesdorf. Es kommen sehr viele Leute. Das ist Tag der offenen Tür für alle Einrichtungen. Und es sind heute in dem kleinen Dorf 25.000 bis 30.000 Besucher. Wir haben ein bisschen alles aufgeboten, was man zeigen kann. Und wir machen eine kleine Befragung oder wir wollen einen Anlass bieten, mit den Praktikanten und Chefs in Kontakt zu kommen. Wir haben dieses Jahr ein Quiz oder einen Fragebogen entwickelt, dass die Studenten über ihre Chefs und die Chefs über ihre Praktikanten erzählen müssen, wie gut kenne ich meinen Chef oder wie gut kenne ich meinen Praktikanten. Und es geht an von Lieblingsessen über Motto oder Angewohnheiten, Lieblingsfarbe und so weiter. Und es ist doch interessant, auch für die Betriebsleiter zu entdecken, ja, was weiß ich eigentlich vom Praktikant oder was weiß ich nicht vom Chef, ja. Waren lustige Gespräche vorher mit dabei. Es ist ja auch interessant, wenn man mit diesen Praktikanten aus verschiedenen Ländern hat. Erstens mal lernt man das Land kennen. Man hat schon Erfahrung, wenn man schon einen Praktikant gehabt hat aus dem Land. Man kann wieder mal was nachfragen und ja, es ist auch eine Bereicherung einfach für die Familie und für die Kinder. Ja, ich weiß jetzt viel über die Länder da drüben, wo man sonst eigentlich nichts erfahren hat oder war schon selber oft drüben. Schon 4, 5 Mal in Kasachstan und Russland. Ja, und gefällt mir schon. Na gut, wenn man Arbeitnehmer hat, wenn man Arbeitgeber ist, dann heißt es immer, es gibt Formalitäten einzuhalten. Es muss eine Arbeitsberechtigung vorliegen, es muss eine Krankenversicherung vorliegen. Man muss Ausbildereignungen haben dafür, man muss sich um denjenigen kümmern, der frisch kommt. Natürlich machen die Chefs das auch deswegen, damit man später die Arbeitskraft hat. Aber zuerst einmal heißt es Investition. Sie müssen erst in die Leute investieren. Sie müssen sie heranführen an die Arbeit, ihnen die Zusammenhänge erklären. Sie gehen das Risiko ein, dass teure Maschinen kaputt gehen, wenn sie unsachgemäß bedient werden. Also die Chefs investieren auch und ich kann mit Sicherheit sagen, die Chefs hätten auch andere Möglichkeiten, Arbeitskräfte zu finden. Sie machen es nicht nur deswegen, um Arbeitskraft zu haben, sondern auch, weil sie interessiert sind an Internationalität, an Unterstützung der Hochschule, an Unterstützung von Menschen, die leistungsorientiert sind. Das gehört genauso dazu. Oh, mir gefällt das, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und mit jungen Leuten, die Interesse zeigen für Landwirtschaft und auch für meinen Betrieb, für meine Familie. Das ist für mich wichtig und das macht mir Spaß. Also mit dem Bogdan auf dem Betrieb läuft das sehr gut. Der Bogdan arbeitet viel mit meiner Frau zusammen. Die Akzeptanz von beiden Seiten ist sehr gut. Der Praktikant versteht sich sehr gut mit meiner Frau. Meine Frau versteht sich mit dem Praktikanten sehr gut. Das ist ein Verhältnis wie Mutter-Kind. Ja, und wir Vater auch. Den Bogdan macht alles, was ich ihm anschaffe. Er widerspricht nicht, sondern er begreift, was ich sage. Alle Arbeiten, die ich Bogdan in Auftrag gebe, erledigt er gleich und macht sie gut. Er erwartet nicht, dass er von meinem Mann noch ein Kommando bekommt, sondern er nimmt es auch von mir an. Und er macht es, ich glaube, auch mit Freude. Der Praktikant erledigt eigentlich alle Aufgaben. Der ist total eingebunden im Betrieb und er ist jetzt mittlerweile ja, die halbe Zeit schon hier. Er kennt die Abläufe sehr gut, bringt auch Ideen mit und sagt, das könnten wir jetzt zuerst machen.
Er ist total integriert im Betrieb. Ja, es muss ein Interesse sein an der Familie, am Thema und am Betrieb. Und solange ein Praktikant am Betrieb ist, ist das praktisch sein Betrieb. Wenn wir zum Beispiel, wir gehen jetzt 6 Tage im Anfang September in Urlaub, dann ist der Praktikant hier und vertritt uns mit meiner Tochter. Sie machen dann komplett den Betrieb in dieser Woche. Das sind so die Faktoren zu sagen, okay, ich bin am Betrieb und ich bin jetzt, ich sage es mal, Zweitchef und übernehme auch Verantwortung und sage, das ist mir wichtig, dass es den Tieren gut geht, es ist mir wichtig, dass die Ordnung am Betrieb ist. Das ist so die Identifikation mit dem Betrieb und mit der Familie. Wenn wir auf Veranstaltungen gehen, wenn wir Kurzurlaube machen. Wenn wir Ausflüge machen, nehmen wir Bogdan mit, wenn er mit möchte. Also ob wir jetzt Familienfeste haben oder in ein paar Wochen werden wir einen Ausflug machen mit dem Fahrrad. Wir werden Regensburg besichtigen und ja, da geht Bogdan auch mit. Er hat schon mehrere Städte gesehen in Deutschland und ja, er soll eigentlich positive Eindrücke mitnehmen. Wichtig ist auch, dass die Praktikanten, wenn sie nach Deutschland kommen, etwas über die landwirtschaftliche Situation im Heimatland erzählen können. Für viele Betriebsleute ist es eine großartige Möglichkeit, Kenntnisse über andere Länder zu bekommen, auch über die familiäre Situation, über die landwirtschaftliche, über die wirtschaftliche Situation. Ja. Und die Betriebsleiter erwarten, dass wenn jemand kommt, der Landwirtschaft studiert hat, dass der auch erzählen kann, wie ist die Pflanzenproduktion bei mir. Für uns in Triesdorf, aber auch für die Familien, ist Offenheit und Ehrlichkeit wichtig. Ja? Die Familien machen sehr viel auch für die Praktikanten. Wir machen viel für die Praktikanten, versuchen Möglichkeiten oder Wege zu finden, dass Leute Stipendien bekommen, dass Leute ihren Weg machen, dass sie sich engagieren können, ja? Dass sie sich gut in Deutschland zurechtfinden. Aber wir möchten, dass einfach offen und ehrlich gehandelt wird und ein Nein heißt auch mal Nein. Bei uns sind die Praktikanten voll in der Familie mit integriert. Also sie fahren bei uns mit weg, wenn wir abends weggehen, wir fragen, ob sie mitwollen. Die Kinder sind jetzt in dem Alter, wo sie auch weggehen. Sie nehmen auch Praktikanten auf Fete mit oder sonst wohin auf Dorfveranstaltungen und sie sind auch im Dorf mit integriert, solange die Praktikanten es auch wollen. Will nicht jeder. Und ansonsten sind die bei uns frei verfüglich im Hof, im Haus. Sie können machen, was sie wollen. Haben ihr eigenes Bad, ihr eigenes Zimmer, ihr eigenen Fernseher auch, können auch bei uns Fernsehen schauen, haben ihren eigenen. Ein Thema ist noch, in den deutschen Betrieben sind sowohl der Chef aktiv als auch die Chefin. In deutschen Betrieben haben die Frauen des Betriebsleiters die gleiche Funktion wie der Mann und kann als Chefin auch einen Praktikant Arbeitsanweisung geben, kann erklären, wie es was zu machen. Ja. Bestimmte Arbeiten wird im Betrieb immer die Frau machen und dann ist sie Chefin und wird dem Praktikanten entsprechend auch Erklärungen geben. Und es ist für manche Männer eben nicht so einfach, mit Frauen zu arbeiten. Aber ich erwarte von jedem Praktikant, dass er, egal ob Chef oder Chefin etwas sagt, dass es gemacht wird. Es ist halt auch schwierig. Wir wohnen auf dem Land. Es ist natürlich kein Stadtleben. Von daher sind die auch angewiesen, irgendwo mal was zu sehen und was mal zu unternehmen. Ne? Oder dass man sie einfach mal wohin fährt oder wenn es nur am Bahnhof ist oder in der Hilfestellung gibt. Ne? Aber das, denke ich, gehört einfach dazu. Ich sage, ich habe Kinder, wenn die ins Ausland gehen, hoffe ich halt, dass es ihnen genauso gut geht. Und deshalb hoffe ich, dass das denen auch gefällt. Die Familie war ganz gut und alles ist gut gelaufen. Ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt. Also viele, die Praktikanten wohnen in der Zeit, in der sie im Betrieb sind, wohnen sie beim Betrieb, haben in der Regel ein eigenes Zimmer, Dusche entweder im Zimmer mit dabei oder teilen die Dusche mit jemand anderem als Auszubildende oder mit den Kindern oder so. Das sind gemeinsame Dusche und Nasszelle dabei ist. Und sonst sind die Praktikanten in der Familie mit dabei. Es ist so, dass die Familie normal kocht. Ja. Es gibt auf den Betrieben genug zu essen. Es gibt genug zu essen, ich sage jetzt mal, dass jeder gut satt wird. Und ich würde auch behaupten, dass die Chefinnen sehr gut kochen. Mit Essen gibt es kein Problem inzwischen. Also wir haben bei Essen, wir machen sehr viel, wenn wir die Einführung machen mit Praktikanten, sprechen wir intensiv über Thema Essen. Vor allem vor dem Hintergrund, ich sage, dass die Studenten sich beim Essen auch anpassen müssen. Und wir besprechen auch immer das Thema Essen für Muslime. Mir ist es wichtig, wir haben auf dem Fragebogen eine Frage, sind Sie bereit oder essen Sie Schweinefleisch? Da möchte ich eine ehrliche Antwort haben. Also ich denke immer, bei vielen Problemen sind das Missverständnisse.
unterschiedliche Erwartungen, was der Betriebsleiter erwartet oder die Familie erwartet oder auch unterschiedliche Vorstellungen vom Praktikant, was er geben soll oder was er geben muss. Das fängt an mit Arbeitstempo. Das ist eine ganz unterschiedliche Wertung. Der Chef hat ein anderes Arbeitstempo wie der Praktikant und ein Praktikant aus einem anderen Land hat vielleicht eine andere Motivation oder ein anderes Arbeitstempo wie jemand aus noch einem anderen Land. Ja? Das ist so eine persönliche Sache, wie man an Arbeiten rangeht. Und das ist oft eine Sache, dass man, ich sage es mal, mit beiden Parteien spricht, getrennt spricht, wenn es große Probleme gibt, ja, und dann versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden und eine Basis zu finden, dass man aus diesen Missverständnissen oder auch aus Problemen weiterarbeiten kann und weitermachen kann. Ja, die Motivation passt nicht oder Arbeitstempo passt nicht oder es ist noch zu wenig für Deutsch getan. Ich verstehe den Besuch am Betrieb, die Leute zu motivieren, zu zeigen, wo sind Schwächen, wo kann man was besser machen und auch wirklich zu sagen, okay, jeder entscheidet selber, was mache ich mit der Zeit im Praktikum. Wenn es Probleme gibt, wird natürlich in erster Linie werden die Probleme besprochen. Ja? Dass man sagt, okay, das und das gefällt mir nicht oder das und das ist ein Problem, dann wird das besprochen. Wenn es nicht offensichtliche Probleme gibt, dann ist das Ziel des Besuches einfach, die Menschen näher kennenzulernen. Ja? Die Betriebsleiter kennen die Familien, die kennen wir oft schon seit vielen Jahren. Und auf den Betrieben bekommen wir doch mehr Informationen auch über einen Praktikant. In den Gesprächen und mit dem Chef und mit der Chefin wird viel erzählt, auch was die Chefs schon über die Praktikanten gehört haben, was ich zum Beispiel alleine in Triesdorf nie hören würde. Die erzählen mir, ja, der Student hat das und das und war schon da und da im Praktikum, was ich alles nicht aus den Papieren lesen kann und was ich aber auch in Triesdorf nicht in den Gesprächen im Unterricht erfahre, ja. Dass jemand eine Masterarbeit gemacht hat zu Biogas oder dass jemand schon das erste Praktikum gemacht hat in Niedersachsen mit Fischen oder irgendwas. Das sind so die Beiinformationen, die wir auch auf dem Betrieb bekommen. Wir wollen nicht nur Theoretiker haben, wir wollen Menschen haben und wir wollen mit den Menschen arbeiten. Ja? Wir möchten ehrlich mit den Leuten umgehen. Ich möchte, dass jeder Praktikant ein faires Praktikum macht. Ich weiß, es ist schwer, Praktikum zu machen in einer fremden Familie, in einem fremden Land. Ja? Ein Praktikum ist Arbeit. Aber so die Bedingungen, die sollten möglichst gut sein. Ich möchte, dass die Praktikanten gut behandelt werden. Ich möchte aber auch, dass die Praktikanten in der Familie sich integrieren, Interesse haben am Betrieb und auch wirklich etwas lernen möchten. Das ist so ein wichtiger Faktor, dass etwas lernen möchten. Ja? Strange, you're in my bed. Lost one.
Also während des Praktikums haben die Studenten 4 Wochen begleitende Fortbildungsveranstaltungen, das heißt Seminare in Triesdorf. Und Ziel ist, dass neben dem Praktischen auf dem Betrieb auch theoretische Kenntnisse vermittelt werden. Das bedeutet, sie machen bestimmte Kurse in der Tierhaltung oder in der Landtechnik, lernen dort die Maschinen kennen, lernen die verschiedenen Tiere kennen und können dieses Wissen direkt auf dem Praxisbetrieb, wo sie arbeiten, anwenden. Hauptsächlich Landtechnik, Tierhaltung, Pflanzenbau und Ökonomie. Wir wollen eine Einführung machen in diese Themen und dann auch schauen, wie gut können die Studenten das verstehen, wie gut können sie das begreifen, und entsprechend werden auch im Anschluss Tests gemacht, fachlich und deutsch, und damit man auswählen kann, wer welche Leistungen bringen wird. Das heißt natürlich im Weiteren, wenn Sie auf einem Praxisbetrieb sind, erwarten wir von dem Studenten, dass er dort mithilft, dass er dort mitarbeitet, sich aktiv in diesen Betrieb einbringt, aber gleichzeitig nicht nur arbeitet, sondern auch wirklich sein Gehirn einschaltet. Was bedeutet, er muss alles, was er macht, was er arbeitet, auch mitdenken und überlegen, warum macht der Chef, der Praxisleiter das so? Und er sollte mit ihm natürlich dann auch diskutieren, wieso, weshalb so etwas gemacht wird. Und im Endeffekt dann auch damit lernen. Im Landmaschinenkurs werden die Geräte und Maschinen, die grundsätzlich in der Landwirtschaft benutzt werden, als Basis erklärt. Und jeder Praktikant darf auch mal Traktor fahren. Das ist auch wichtig. Man kann natürlich nicht vertiefte Kenntnisse vermitteln. Es ist auch kein Führerschein dabei. Führerschein müssen die Praktikanten selber haben, aber dass so Grundverständnis für Technik da ist. In der Tierhaltungsschule wird vermittelt wirklich Basiswissen zum Thema Schweinehaltung und Rinderhaltung. Hauptsächlich auch mit Tierernährung, Tiergesundheit, Rationen berechnen, Behandlung, fachgerechtes Melken, Fütterung, dass diese Themen, ich sage jetzt mal, bei allen gleich ist, weil der eine Betrieb hat Schweine und der andere Betrieb hat Kühe, dass jeder von allem auch mal was gehört hat. Also in der Theorie, was wir unterrichten, geht es darum, auch für Futterberechnungen nochmal, für Rinder und Schweine und Produktionsabläufe in der Tierhaltung zu erläutern, auch im Hinblick darauf, dass die Studenten ihren Fachbericht schreiben. Und im Pflanzenbau wirklich Basiswissen zu Pflanzenbau, Wortschatz auch zu Pflanzenbau, welche Wörter sind bekannt, wie sind Abläufe in der Pflanzenproduktion und Basiswissen in der Regel über Getreideproduktion. Und die Ökonomie, da machen wir Einführung Produktionsökonomie, vor allem auch, was ist der Unterschied von Buchführung her, welche Zielrichtung hat die Produktionsökonomie, und dann beginnen wir klassisch mit Kosten, welche Arten der Kosten, variable und feste Kosten, wie wird das berechnet. Bestätigen müssen die Studenten die Kenntnisse, wenn sie in ihren praktischen Ausarbeitungen können sie mit einbringen, was sie gelernt haben. Oder wenn wir im September die Prüfungen machen, da wollen wir wissen, welche Kenntnisse haben die Studenten erworben, welches Verständnis haben sie von der Tierhaltung, von Pflanzenproduktion und auch von der Ökonomie bekommen. Also im Unterricht wird Grammatik wiederholt und vertieft, also die wichtigste Grammatik, die Grundlagengrammatik. Und es werden Lese- und Hörverstehen gemacht, die sehr wichtig sind auch für die folgenden Semester an der Hochschule. Und es wird natürlich auf den schriftlichen Ausdruck geachtet. Die Studenten bekommen immer Hausaufgaben, was auch den schriftlichen Ausdruck anbelangt. Sie bekommen immer ein Thema und müssen das zu Hause bearbeiten und geben mir das beim nächsten Mal ab, und dann besprechen wir das. Das heißt, ich korrigiere das und wir besprechen die häufigsten Fehler. Und sie bekommen natürlich auch zur Vertiefung Grammatikübungen auf. Die Praktikanten müssen natürlich immer wiederholen, was wir im Unterricht gemacht haben. Das ist sehr wichtig. Also einfach nur irgendwas zu lernen, das bringt gar nichts. Ja, also Wiederholung. Und sie sollen auch selbstständig Zeitungsartikel lesen, Fernsehsendungen sehen, hauptsächlich Nachrichten hören, denn die Nachrichten werden immer wiederholt
Und da können Sie dann kontrollieren, ob Sie das auch richtig verstanden haben. Und natürlich viel mit Menschen sprechen. Und natürlich sieht man jeden Tag überall neue Wörter. Da braucht man nur einmal sich umzudrehen und dann kann man auch den neuen Wortschatz dann wieder gleich lernen. Ne? Was auch noch sehr wichtig ist, ist das Internet. Ne? Jeder hat heute Internetzugang und kann im Internet arbeiten und da sollte man natürlich auch Übungen machen. Also nicht nur im Facebook arbeiten, sondern eben auch im Internet Übungen machen. Da gibt es genug Angebote und man kann auch im Internet Zeitungen lesen. Ja? Oder Hörverstehen machen. Also das Niveau ist auf B2 ausgerichtet, weil die Studenten ja dann, die hier bleiben, in dem folgenden Semester dann auch wieder die Lehrveranstaltungen verstehen müssen. Und gerade auch wieder Hören und Lesen sind da wichtige Punkte. Ich kann es für mich selber sagen, ich habe auch ein Praktikum gemacht früher, als ich Student war. Und bis heute sind die Erfahrungen aus dem Praktikum für mich wichtig, für das Verständnis, wie funktioniert Landwirtschaft, wie funktionieren Entscheidungen, wie reagieren Menschen dahinter. Das heißt, es gibt immer wieder dieser Rückblick auf dieses Praktikum und manchmal sagen die Dozenten, ich würde gern noch einmal ein Praktikum machen, wenn man Zeit hätte. Einfach weil man da die Chance hat, das zu sehen, was man auch unterrichtet. Und wenn ich das im Unterricht sage, dann deswegen, die Theorie ist ja nur die Beschreibung von der Wirklichkeit. Und wenn man ein Praktikum gemacht hat, hat man die Wirklichkeit gesehen. Und ich denke also, für die Studenten ist es also auch also wie eine Prüfung, also, die man also so bestehen muss, also, weil das ist also nicht leicht. Und da müssen sie also durch, ob es wohl leicht oder schwer so ist, ja, während des Praktikums. Sie sollen einfach die Beste daraus machen. Sie sollen versuchen, alles Mögliche von Familie lernen. Sich versuchen, in deutsche Familie integrieren, weil das ist ganz wichtig in der Zukunft. Und einfach fleißig sein und ja, ich glaube, mit ein bisschen Glück alles wird gut. Sehr wichtig ist das Willen. Also die Studenten wollen wirklich das Studium hier abschließen wollen. Ja, also ich würde sagen, man muss schon viel lernen, aber man muss auch ganz viele Freundschaften bauen sozusagen, weil so man lernt die Sprache am schnellsten und da ist es auch ganz angenehm, weil da hast du auch viel größere Motivation, hier zu bleiben. Auch was tun und nicht nur denken, ja, ich bin jetzt in Deutschland und genieße ich das Leben und geht alles von sich allein. Das ist nicht der Fall. Ja, also die müssen auch bereit sein, so richtig hart zu arbeiten. Das Praktikum kann viel bringen, wenn man das auch selber will. Zum Beispiel Chef kann viel beibringen, aber nur dann, wenn man Interesse hat. Wenn man kein Interesse hat, was für ein Betrieb ist das, wie würde das Betrieb geführt, der Betrieb geführt, dann kann man nicht, denke ich, erfolgreich sein. Rechtzeitig auch Theorie lernen. Ja, manche Fragen von Cheffragen, manche Fragen von Chefin, geht auch von Opa oder Oma. Einfach, sie sollen jeden Tag an sich arbeiten, jeden Tag sich verbessern, Sprache verbessern, Kenntnisse, viel mit Leuten unterhalten, das ist sehr wichtig für die Sprache und man muss sehr fleißig sein, zielstrebig sein und immer jeden Tag was zu tun, um sich zu verbessern, um zu wachsen. Ja, erstens also nicht aufgeben, ja, und es ist schon also klar, also, dass es schwierig ist, also in der Familie sich also anzupassen. Es sind also verschiedene Komponenten, also nicht aufgeben. Die Erfolgsstrategie ist zuhören, mitmachen und mitdenken, mitrechnen und versuchen auch das Verständnis zu bekommen, warum werden manche Sachen gerechnet. Rechnen kann jeder. Wichtig ist, die Rechnungen auch zu interpretieren, erklären zu können. Wichtig, mit Gastfamilie zurechtkommen. Man muss sich bemühen, die Konflikte vermeiden. Die Prüfungen der Abschlusswoche sind zum einen Teil
dass die Deutschprüfung gemacht wird, das macht die Deutschlehrerin. Und die Fachprüfungen, die machen wir, das ist meistens der Kollege und ich. Und da geht es um Inhalte, die wir mit den Studenten in Fortbildungswochen in Triesdorf machen. Das fängt an mit Tierhaltung, mit Pflanzenbau und Ökonomie. Also die Dinge, die wir im Unterricht besprechen, die werden dann auch Teil der Prüfung sein. Es gibt einfach Musterlösungen und dann wird geschaut, wer hat was gerechnet oder wer hat welche Punkte erreicht. Und dann gibt es Punkte für jeden Student. Die Entscheidung im September ist nicht immer einfach. Und wenn die Studenten, die zum Studium eingeladen werden und für die wir eine Finanzierung sichern können, die haben einfach, ich sage es mal, die erste oder die zweite Hürde geschafft, aber die Arbeit geht weiter. Ja? Also das Oktober in Triesdorf ist nicht Urlaub in Triesdorf, der Urlaub vom Betrieb, sondern Oktober in Triesdorf heißt, es gibt mit voller Kraft weiter. Es geht ganz schnell weiter, es wird im anderen Tempo sein. Es gibt viele neue Fächer und es ist wichtig, dass die Studenten gleich von Anfang an, ich sage jetzt mal, mitarbeiten und konzentriert dabei sind. Das bedeutet nicht, wenn sie nach dem Praxissemester zurückkehren, dass das schlecht ist, sondern sie müssen dieses Praxissemester als eine ganz, ganz große Chance, ihr Wissen zu erweitern, kennenlernen und verstehen. Also grundsätzlich gilt für mich, jeden, den wir ins Praktikum holen, ist für mich ein Triesdorf. Ob er jetzt danach studiert oder nicht. Und jetzt muss man verstehen, das Praktikum selber hat aus meiner Sicht einen so großen Wert, dass es für sich allein stehen kann, ohne Studium. Es gibt auch andere, weitere Wege, die man machen kann. Und der interessanteste Weg aus meiner Sicht ist, dass die Studierenden an ihre Heimathochschule gehen oder eine andere Partnerhochschule im Heimatland und dort das Studium auch fertig machen können. Aber mit Deutschkenntnissen, mit Praktikumskenntnissen und mit Theoriekenntnissen, die man hier in den praktischen Schulsemester gesammelt hat. Wir haben jetzt in diesem Kurs, wo Sie mit dabei sind, mehr als 1500 Studenten schon durchgeschleust. Das gibt sehr viel Erfahrung. Und für mich ist wichtig, dass Ihnen klar ist, es ist eine große Chance, das zu machen. Und nicht Praktikum irgendwie überstehen und dann studieren, nein. Sondern die Chance, Wissen mitzunehmen, die hat jetzt schon begonnen für Sie. Sie müssen mitnehmen, was Sie mitnehmen können, Wissen. Und für einige von euch wird es danach nicht weitergehen in Triesdorf. Aber das ist nicht Plus und Minus, sondern das praktische Studiensemester muss euch eine Stufe geben an Wissen, an Information, egal ob in Triesdorf oder woanders. Überall geht es positiv weiter, weil ihr viel gelernt habt hier. Ihr müsst viel mitnehmen hier. Es gibt keine Verlierer. Verlierer ist man nur, wenn man in diesem praktischen Studiensemester jetzt nichts macht. Dann hat man die Zeit nicht genutzt. Und der Studiengang hier, der ist bekannt, auch in der Industrie. Die Chancen sind da, aber ihr müsst sie nehmen. Wir können bloß helfen. Ihr müsst arbeiten. Okay? Und wenn wir erfolgreich sind, sind die Betriebe erfolgreich und sind wir erfolgreich. Dann hat es sich gelohnt. Okay?